Billfinger. Liebe Besucher, liebe Web-Community, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich auf dem Billfinger-Stand und möchte Ihnen heute eine Weltneuheit präsentieren. Unser neues Billfinger Maintenance-Konzept, BMC. Was hat es mit diesem BMC auf sich? Warum haben wir das neu entwickelt? Wir haben in vielen Kundengesprächen erfahren, dass die Kundenanforderungen gestiegen sind. Es gibt technologische Entwicklungen, die Anlagenkomplexität steigt ständig, der demografische Wandel sowie kürzere Marktzyklen, aber auch Anforderungen im Bereich HSEQ steigen ständig. Und darüber haben wir uns Gedanken gemacht und haben eine Vision entwickelt. Wir von Billfinger als Marktführer in Deutschland und Europa im Bereich Maintenance wollen Maintenance Excellent sein und wollen einen Mehrwert für den Kunden bieten. Wir haben uns eine Strategie erarbeitet. Wir wollen langfristige Partnerschaften mit unseren Kunden auf Basis von Service Level Agreements machen. Und diese beiden Themen, Vision, Strategie, haben uns zum Ergebnis gebracht, dass wir das BMC entwickeln. Was ist das BMC? Das BMC ist modular, standardisiert, umfassend, innovativ und auditierfähig. Es besteht aus 16 Modulen, über 30 Methoden und Tools und ist abgestimmt auf unsere Kundenziele mit 4 Kooperationsmodelle. Und in mehr als 300 Instandhaltungsanalysen haben wir unser Know-how weltweit erarbeitet und dies alles in unser Billfinger Maintenance Konzept gepackt. Wie kommen Sie zum Billfinger Maintenance Konzept? Das Allerwichtigste bei uns in diesem Billfinger Maintenance Konzept ist das Gespräch mit dem Kunden. Jeder Kunde hat individuelle Ziele, Anforderungen und auch Wünsche. Und in einem ersten Kundengespräch, im sehr kurzen, wollen wir mit dem Kunden gemeinsam herausfinden, wo er noch Verbesserungspotenziale sieht und wie wir ihm dabei helfen können. Und nach diesem Kundendialog, das ist das Modul 2, bekommt der Kunde eine Auswertung, wo er sieht, in welchen Modulen hätte er noch Optimierungspotenziale, in welchen Themen. Und dementsprechend entscheidet dann der Kunde selbst, ob er diese Module bei uns beauftragt oder mit uns weiter diskutieren möchte und umsetzen möchte. Dadurch, dass das Konzept sehr individuell gestaltbar ist, man kann wirklich nur einzelne Module auch beziehen, ist es auch aus unserer Sicht sehr kostengünstig, weil er nur das benötigt oder bekommt, was er auch braucht. Wenn wir dann festgestellt haben, dass der Kunde Interesse hat an Modul 2, 12 und so weiter, dann geht man in die Detailanalyse und erarbeitet Maßnahmen, Optimierungspotenziale heraus, die dann immer noch am Anschluss der Kunde entscheiden kann, ob er sie umsetzen will oder nicht. Was sind die Kernelemente von BMC? Zum einen die bedarfsorientierte Service Level Agreements. Das heißt, wir lassen uns messen daran, an Ergebnissen, an KPIs, ob sich der Erfolg beim Kunden einstellt. Wenn nicht, partizipieren wir auch nicht davon. Wenn er sich einstellt, wollen wir natürlich davon partizipieren. Wir führen vernetzte Strukturen ein zur Optimierung von Schnittstellen und Prozessen. In der heutigen Zeit hat sich der Industrieservice und die Instandhaltung sehr, sehr stark geändert. Es gibt kein klassisches Make or Buy. Aus unserer Sicht ist es ein integrativer, ein kollaborativer Prozess. Und deshalb müssen wir dort mit dem Kunden vernetzte Strukturen einführen. Und die bekommt der Kunde von uns. Kollaboratives Wissensmanagement, ein ganz wichtiges Thema. Know-how-Verlust hört man immer vom Kunden. Wir sagen, wir bieten gemeinsame Wissensplattformen an, Kunden-Wikis, wo wir gemeinsam mit dem Kunden unser technisches Know-how und sein technisches Know-how reinbringen, sodass beide Parteien auch Zugriff haben. Und ganz wichtig, kontinuierliche Verbesserungen und nachhaltige Innovationen. Kontinuierliche Verbesserung haben Sie wahrscheinlich auch schon gehört, das gibt es schon ziemlich lange, aber wir sagen auch, es ist eine integrative Methode, dass wir gemeinsam mit dem Kunden KVPs durchführen, nicht jeder selbst, sondern gemeinsam können beide Mitarbeiter Potenziale von Kunden und
Dienstleistern dazu beitragen, Anlagenoptimierungen, Effizienzsteigerungen durchzuführen. Und last but not least, das Allerwichtigste ist die systematische Qualifizierung und Förderung der Mitarbeiter. Ohne Mitarbeiter geht gar nichts, sage ich auch ganz offen. Man kann noch so viel Methoden oder Tools entwickeln. Wenn die Mitarbeiter nicht wissen, wie sie es anwenden, funktionieren diese nicht. Daher legen wir sehr, sehr großen Wert auf systematische Qualifizierung unserer Mitarbeiter. Was zeichnet BMC aus? Ich habe Ihnen hier einen Auszug gezeigt über unsere Methoden und Tools, die wir hier haben. Das sind mehr als 30 Stück. Die sind alle von uns entwickelt worden und das sind auch Methoden, die wir in über 300 Instandhaltungsanalysen erprobt haben und auch festgestellt haben. Diese Analysen bringen uns und den Kunden auch wirklich weiter. Beispielhaft RCBM ist eine Methode, wo wir eine Kritikalitätsanalyse mit dem Einfluss der Erfahrungen der Mitarbeiter und der Kostenstrukturen abbilden, KVPs. iMaintenance ist eine mobile Anwendung zur Variabilisierung von Wartung und Inspektionsplänen. Und mit diesen ganzen Methoden, wo wir sagen, wir springen auch nicht auf jede Methode auf, wir testen sie vorher, das sind unsere Tools, wie wir unsere Kunden weiter optimieren möchten. Was ist neu am BMC? Zum einen ist ein umfassendes, ganzheitliches Konzept, das Bilfinger als Systemlieferant seiner Kunden positioniert. Zum anderen bietet BMC mit seiner Modularität ein Höchstmaß an Flexibilität. Das, glaube ich, ist das ganz Entscheidende, dass man eben wirklich kein Gesamtpaket kaufen muss oder beauftragen muss, sondern man sich wirklich die Dinge heraussuchen kann, die ihm wichtig sind. Und BMC ist ein unternehmerischer Ansatz. Wir als mit der Instandhaltung wollen ein Teil der Wertschöpfungskette beim Kunden sein. Das funktioniert dann auch nur mit Service Level Agreements. Und BMC orientiert sich auf höchstem Niveau mit internationalen Standards für Qualitätsmanagement zur Schaffung von Wettbewerbsvorteilen. Sie werden sich jetzt fragen, warum fehlt hier Arbeitssicherheit? Arbeitssicherheit ist für uns gesetzt. Da denken wir, haben wir schon den höchsten Standard. Das Qualitätsmanagement im Bereich Maintenance, Instandhaltung ist teilweise noch nicht so sehr ausgeprägt. Und mit diesem BMC setzen wir, denke ich, auch Standards für dieses World-Class Maintenance. Und beispielhaft für den Anspruch sind Felder wie KVP, Kritikalität oder Wissensmanagement. Wo können wir dieses BMC überall anwenden und anbieten? Hier sehen Sie die ganzen Gesellschaften in 9 Ländern, wo wir dieses BMC anbieten können. Das sind alle Gesellschaften in unserer neuen Division Industrial Maintenance und Teile davon bekommen Sie über alle Gesellschaften im Segment Industrial, wo Sie hier eine Weltkarte sehen, wo wir überall vertreten sind. Das in ganz kurzer Form unser neues BMC. Ich hoffe, es hat Ihnen auch so viel Spaß und Freude bereitet wie mir, Ihnen das vorzutragen. Dann bedanke ich mich nochmal für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Messetag. Und wir können gern noch die einzelnen Themen, was jetzt war es im Schnelldurchlauf, vertiefen. Dankeschön.